Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen zu einem weiteren und neuen Angezockt-Testvideo. Heute habe ich für euch Demetrios. Ja, das Ganze ist ein Point-and-Click-Adventure mit ganz, ganz viel Humor, habe ich gehört. Und ist für ab heute kostenlos im Xbox Store, wahrscheinlich dann auch bei PlayStation ebenso. Also wer Bock hat, zieht sich wie immer die Demo runter. Wer keine Lust hat, sich die Festplatte zuzumüllen, der schaut sich dieses Video an und schaut, ob das Spiel eventuell was für einen ist oder nicht. Also nicht lange fackeln, direkt rein. Erstmal gehen wir wie immer in die Option, dort direkt den Sound. Da machen wir erstmal ein bisschen leiser, damit ich nicht ganz so schreien muss. Es geht ein bisschen auf die Stimme und mein Kind wird drüben wach. Der denkt dann, oh Papa, Mensch, halt doch mal die Klappe da, ich will pennen. Ja, so in etwa denkt er sich das als Dreijähriger. Na, mal gucken. So, einmal zurück und dann haben wir hier die Anzeige. Anzeige hier, da können wir auf jeden Fall schon mal die Sprache auf Deutsch machen. Schon mal sehr gut. Zeiger automatisch verbergen. Ich lasse das jetzt einfach mal hier auf Standard. Gameplay müssen wir, glaube ich, jetzt nicht groß gucken. Das ist ein Point and Click. Von daher, neues Spiel. Magst du Toilettenhumor? Ja, gib mir alles, nur ein bisschen. Nein, ich will gar keinen. Wollen wir scheiß Humor haben? Wollen wir echt scheiß Humor haben? Ja klar wollen wir das, Mann. Was soll die Frage? Her damit! Paris. Eine heiße Julinacht. Mein Name ist Björn. Björn Tonen. Tut mir leid. Ich bin ein bisschen betrunken im Moment. Wie auch immer. In dieser schicksalhaften Nacht bekam ich Blähungen. Nein, ein Anruf. Okay. Oh Gott. Fuck, meine Augen. Scheiß Telefon. Was klingelt hier, Mann? Ha, klick. Hallo? Herr Thun. Ja, das bin ich. Aber wer... Ich muss Sie warnen. Sie schweben in Lebensgefahr. Was zum... Oh, ich verstehe. Guter Scherz. Haha. Gute Nacht. Nein, warten Sie. Legen Sie nicht auf. Klick. Wenn ich nur gewusst hätte, dass dieser Anruf mein Leben für immer verändert hätte. Später in der Nacht. Ein Schatten. Boom. Scheiße. Ein Geräusch? Jemand in meiner Wohnung? Ich geh mal nachgucken. Ich tat das Erste, was mir in den Sinn kam. Ich nahm eine Taschenlampe und ging ins Wohnzimmer. Er schien nicht zu sein, aber dann... Bäm! Uff, oh, fuck, mein Kopf. Ich fiel auf den Boden. Furz. Okay, das ist sehr gut. Lass mal noch einen fahren lassen. Ein paar Stunden später. Schon wieder ein Telefon. Ring! Steh ich auf. Dieses Geräusch. Das Telefon. Ich eilte ihn und nahm ab. Hallo? Björn, warum zur Hölle? Bist du noch zu Hause? Tom, ja, ich stecke in Schwierigkeiten. Sag mir nicht, dass du vergessen hast, was wir heute angeln gehen wollten. Komm sofort her. Ja, tut mir leid, ich glaube, ich kann nicht kommen. Ich muss etwas Wichtiges erledigen. So wie ich dich kenne, wirst du deine Meinung nicht ändern. In Ordnung, dann komm heute Abend einfach zum Abendessen. Dann kannst du mir mehr erzählen. Okay, ich tue mein Bestes. Bis dann. Jo. Autsch, mein Kopf tut weh. Was ist passiert? Ich glaube, jemand war in meiner Wohnung. Er muss mich bewusstlos geschlagen haben. Bevor ich die Polizei melde, sollte ich besser nachsehen, ob etwas fehlt. Ja, okay, machen wir erstmal gucken jetzt hier. Kapitel 1. Paris, mon amour. Paris, mon amour. Sehr schön. Also, wie werde ich meine Suche beginnen? Steuer... Nee, brauchst du Anleitung? Ich brauche keine Anleitung. Lass uns anfangen. Ja, lass mich doch jetzt erstmal gucken. Gucken wir erstmal hier hinten ins Regal. Guck mal hier, was haben wir hier da? Was? Hässliche Töpferware. Das ist auch geil, ne? Er sagt zu seiner eigenen Deko hässliche Töpferware. Meine Tante töpferte. Sie hatte mir das geschenkt. Ah, okay, alles klar. Ich verstehe dich. Ich hatte nicht den Mut, es in die Mülltonne zu werfen. Oh, ja. Oh, mein armer Kerl. Verwelkte Blume. Oh, was ist denn jetzt da? Wow, ich sollte jetzt wirklich aufhören, es anzufassen. Oh, ich muss nochmal anfassen. Oh, verdammt. Ah! Und das war die schöne Töpferwache, die mein Tantchen geschenkt hat. Wie schade.
Sehr gut. Also, liebe Leute, der Humor ist schon mal ganz grandios. Das ist genau mein Ding. Ach komm, erstmal die Glotze an. Ich habe die Wärme, die ihm verloren. Jetzt hängt er auf der Cooking 24 fest. Scheiße. 24 Stunden lang nur Kochprogramme. Geil. Kann ich nicht hier manuell umschalten? Dann machen wir es so aus. Ah, warte mal, hier ist ein DVD, oder? Oh, ich habe mir diese DVD von Tom ausgeliehen. Schneewittchen und die drei kleinen Schweinchen. Ich liebe Animationsfilme, sie erinnern mich an meine Kindheit. Ja, nee, ist klar. Ah, ich hab's gewusst. Die drei kleinen Schweinchen. Sexmas-Films steht da noch dazu. Sehr gut. Warum steht da nicht jugendfrei auf der Rückseite? Bestimmt ein Fehler. Um einen Gegenstand zu kombinieren, wähle ihn im Inventar aus und verwende ihn am Bildschirm. Ja, ja, leck mich, ja, mach ich. Ich soll die DVD nehmen und wahrscheinlich reinstecken, oder? Also, die DVD in den DVD-Player reinstecken. Mann, Leute. Nicht nur ein DVD-Player. Er liest sogar VHS-Kassetten. Wie luxuriös. Ich liebe den Humor. Er ist so geil. Die Spielkonsole. So, okay, jetzt habe ich nicht drauf geachtet. Was soll ich öffnen, damit ich mein Inventar hochkriege? Da ist die DVD. Und da rein. Rein das Ding. Ja, schauen wir ein paar Cartoons. Ich kann es nicht erwarten. Sexmas-Films. Noch nie von dieser Firma gehört. Da ist Schneewittchen. Was macht dieses Schwein da? Hey, aufhören! Hört ihr ihre Schreie nicht? Eine Stunde später. Wow, das nenne ich mal ein modernes Remake von einem Klassiker. Alles klar. Sehr, sehr geil gemacht, auf jeden Fall. Schade, dass man nichts gesehen hat, aber okay, im Bild. Das ist ja auch ein Jugendspiel, ne? Also müssen wir mal so. Oh, eine Chipstüte. Oh, die Packung Chips habe ich letzten Monat verloren. Knusper, Knusper. Das ist ein richtiger Junggeselle, Alter. Immer noch gut, genau. Ist immer noch gut. Schmeckt noch lecker. Was mit dem Sessel? Dieser Sessel sieht schön aus. Aber eigentlich ist er furchtbar. Wenn man eine Stunde drin gesessen hat, kommt man nicht mehr raus. Ah ja, wer kennt das alte Problem nicht? Ach, hier könnte man das auch noch öffnen. Cool, dann habe ich das ja vorhin mit Zufall mit der Schnelltaste hinbekommen. Interessant. So, was haben wir denn noch Hübsches hier? Zerbrochene Vase. Hey, was ist das? Ein paar Jahrmarktsmünzen vom letzten Jahr? Cool! 20 Jahrmarktsmünzen erhalten. Geil! Was für ein Zufall, dass der Jahrmarkt morgen beginnt. Oh, wie geil! Ich lege diese Münzen fürs Erste zur Seite. Wie geil! Neue Jahrmarktsmünzen für den Jahrmarkt. Da konnte ich mir was Neues kaufen. So. Was haben wir hier? Eine Tafel. Piero della Frances. Francesca. Entschuldigung, Francesca. Das könnte Stein von Frankreich bedeuten. Oder vielleicht Pommes Fritz? Oh Gott, Leute. Leute, ich liebe es. Nachttischlampe. Ich lese hier gerne meine Comics. Deswegen brauche ich eine Lampe. Ich könnte sie nirgendwo sonst hinstellen. Und was haben wir hier? Dieses Gemälde hat was. Es gibt... Was? Es gibt auch mehrere Interpretationen für das Muster. Anhänger Erich von Dannekes meinen, es stelle ein UFO dar, das die Erde am jüngsten Tag zerstört. Stimmt, jetzt wo ich so sehe. Aber manche andere sagt, die Wahrheit ist da draußen. Interessant. Sehr interessant. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Müll. Was zum... Hey, so sah das gestern nicht aus. Der Einbrecher muss drauf getreten sein. Ernsthaft? Was für ein Dieb fällt über Müllbeutel? Ja, da frage ich mich jetzt mittlerweile auch. Was ist mit der Katze? Da oben ist das eine Dose. Was ist das? Scheint eine Konservendose zu sein. Ich sollte versuchen, sie mir zu nehmen. Na, ah, es ist zu hoch. So hoch. Ah, aber nicht so hoch genug. Ja, die Dose. Was haben wir da? Mit doppelt so viel Wurst. Oh, das sieht gut aus. Casoletto mit Wurstgeschmack. Geil. Mindestens haltbar bis Oktober 1998. Naja, da steht mindestens, nicht ausschließlich. Das reicht mir. Sehr geil. Kann ich die direkt fordern? Oder müssen wir die erst erhitzen? Ah, okay, alles klar. Die müssen wir wahrscheinlich erst erhitzen. Toll, eine kostenlose Mahlzeit. Ja, immer optimistisch denken. Ich mag den Kerl, der ist echt sympathisch. Einer meiner Schuhe, meine Lieblingsschuhe für den Winter. Sie halten meine Füße warm. Ich frage mich, wo der andere ist.
Ja, gute Frage. Guck mal an deinen Fuß vielleicht. Wir machen erstmal noch hier den Schrank auf. Mein Staubsauger, Bügeleisen, Putzmittel. Nutzloses Zeug. Das Ganze ist leer. Bis auf die 100 Kakerlaken, die da drin leben. Hier ist nur ein großes Betttuch drin. Alles in trockenen Tüchern, würde ich sagen. Ah ja, jetzt erinnere ich mich. Da ist die einzige Tür mit einem Schloss. Daher bewahre ich hier drin etwas Geld auf. Jetzt ist die Frage, wo ist der Schlüssel? Ich guck mal unter der Fußmatte bestimmt. Das ist... Was? Das ist meine gute Freundin, die Fußmatte. Ja, Freunde. Besonders, wenn ich betrunken nach Hause komme. Schon gut. Die kannst du nochmal anklicken? Hab sie einen, was, Ramschladen gefunden. Fand sie lustig. Nee, ich wollte eigentlich nicht drunter gucken, ob da eventuell Schlüssel ist. Okay, nee, er labert dasselbe, alles klar. Aber da ist der andere Schuh, guck mal. Ah, da ist er ja. Toll. Nicht, dass ich sie tragen würde. Es ist 100 Grad draußen. Fahrenheit. Oh Gott, der Junge ist geil. Oh, sieht gut aus. Guckt euch mal das Bild an. Das ist eine Birne. Das ist eine Birne, liebe Leute. Das ist eine Birne. Okay, eine Steckdose. Soll ich das wirklich machen, liebe Leute? Ich muss es machen. Das ist nur eine Steckdose. Das bringt mir allerdings auf einen Gedanken. Ich habe mich immer gefragt, was wirklich passiert, wenn man seine Finger reinsteckt. Na klar oder niemals? Na kommt, Leute, kommt. Ah, das ist bloß ein Mythos und ich werde es beweisen. Ah! No fuck. Oh shit. RIP, game over. Was? Ich bin in der ersten Szene gestorben? Steht noch unten da. Wie geil ist das denn? Warte mal. Hier liegt Björn Tonen, tot in seiner Wohnung aufgefunden, nachdem sich alle Nachbarn über einen fauligen Gestank beschwert haben. Arsch, Leute. Ich liebe es. Es ist so geil. Okay, das ist immer wieder in der Wohnung. Nee, wir gehen jetzt nicht in den Lagerraum. Ich möchte zuerst Schlafzimmer. Wo ist denn die Küche? Badezimmer verlassen. Muss ja irgendwo zur Küche gehen. Ich hab doch die Dose, Mann. Ich will die Dose. Was ist das da? Ah, das ist das Menü. Okay. Dann gehen wir erstmal hier rein. So, was haben wir denn hier Schönes? Eine Schneekugel. Ich liebe diese kleinen Dinge. Sie erinnern mich an Weihnachten. Auch wenn ich Weihnachten nicht so sehr mag. Meine Eltern haben mir nie Geschenke gemacht. Sie haben gesagt, es wäre eine kommerzielle Sache und dass der Weihnachtsmann nicht existiert. Wie konnten sie mich so anlügen? Ja, das ist vielleicht die falsche Lüge zu Weihnachten. So, Karton mit dringlichen Dingen. Karton mit dringlichen Dingen? Oh ja, ich habe vor ein paar Jahren ein paar dringliche Dinge da reingetan. Total vergessen. Alter Leute, ich schwöre euch, der Typ ist geil. Ah, meine Cousins sind sehr religiös. Sie haben mir das geschenkt. Sie haben gesagt, das ist ein Engel der Schönheit und Reinheit. Sie benutzen ihn als Vogelscheuche für Insekten. Ah, eine Krawatte haben wir hier auch noch. Ich kann Krawatten nicht ausstehen. Dieses furchtbare Gefühl, die Kehle abgeschnürt zu bekommen. Naja, komm schon, Leute. Oh, da ist was drin. Hier habe ich meine Geldbörse hingetan. Mal sehen. Oh, oh, etwas stimmt nicht. Sie ist leer. Ich wurde ausgeraubt. Geld, Kreditkarte, alles weg. Naja, das sollte eigentlich keine Überraschung sein. Der Dieb muss alles gestohlen haben. Zumindest hat er mir meinen Ausweis gelassen. Was für ein Gentleman. Da sehen wir nochmal den tollen Personalausweis. Perfektes Foto drauf. Wunderbar. Unterschrift könnte meine sein. Schönes Gekrakel. So muss das sein. Aber sehr schön. Wir haben schon mal zumindest unseren Ausweis und wir wissen, dass der Dieb schon mal unser Geld geklaut hat. Für ein Arschloch. Auf Wiedersehen, meine Shoppingpläne. Zum Glück habe ich meinen Schrank etwas Ersatzgeld gelagert. Aber wo ist der Schlüssel dafür? Jetzt suchen wir auch dafür noch einen Schlüssel. Wir suchen jetzt schon zwei Schlüssel mittlerweile. Na, den Vorhang erstmal weg, oder? Ich kann den Vorhang nicht weiter aufziehen. Es ist soweit nichts Interessantes dahinter. Schade eigentlich. Ich bin mir absolut sicher, dass da etwas Nützliches drin ist. Zum Beispiel ein Schlüssel oder so. Aber ich kann nichts sehen. Ja, nimm doch die Taschenlampe. Hatten wir nicht eine Taschenlampe? Die muss bestimmt neben dem Bett sein. Da müssen wir nachher nochmal reingucken. Erinnert mich mal dran, bitte, da draußen. Wohnzimmer. Da-da-da-bam-bam-bam-bam. Und was haben wir hier? Pavasgras. Seltsam, ich habe gehört, dass die Dinger im dunklen Abstellkammern wachsen. Aber das hier wächst nicht. Vielleicht hätte ich es gießen sollen. Dann gehen wir mal hier noch rein, die obere Schublade. Was haben wir denn? Ein schönes Taschentücher. Da
Das sind viele Taschentücher, aber das Tempo, in dem ich sie verbrauche, ist beeindruckend. Ja, okay, was soll ich jetzt dazu sagen? Daneben haben wir noch Handschellen. Das sind Handschellen. Ich brauche sie nicht. Fürs Erste. Was haben wir hier? Druckpapier. Ich weiß, das sollte wohl besser neben meinem Drucker liegen. Den ich nicht habe. Das ist geil. Eine Maske. Eine Karnevalsmaske. So cool, wenn man die trägt, weiß keiner, wer man ist. Gürtel? Was macht dieser Gürtel hier? Oh ja, jetzt erinnere ich mich. Ich Dummerchen. Und eine Peitsche. Ja, okay, also Leute. Wer das Muster jetzt noch nicht erkannt hat, der weiß ich auch nicht mehr. Bloß eine einfache Peitsche. Sehr zart, nicht allzu schmerzhaft. Und dann haben wir hier natürlich den Eiffelturm. Oh, ich hatte vergessen, dass ich das habe. Ein vibrierender Eiffelturm in Mini-Natur. Schau an, da sind immer noch Batterien drin. Die könnten nützlich werden. Ey, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass uns der Eiffelturm was bringt. Nice one. Gehen wir mal in die untere Schublade. Sie ist ganz leer. Ich lege da nie etwas rein. Vielleicht deswegen. Was haben wir hier noch? Bücher und Bücher. Ein paar tolle Bücher, die ich super günstig bekommen habe. Jeweils nur 1 Euro. Ja, das sind bestimmt richtig geile Bücher. Ja, dann gehen wir mal raus aus dem Schrank. Ja doch, ist ja ein Schrank. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal ab ins Schlafzimmer. Weil ich möchte auf jeden Fall erstmal eine Taschenlampe. Taschenlampe, 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 da liegt sie. Bevor ich es nämlich vergesse, meine Taschenlampe. Ich hätte sie in meiner Hand, als ich letzte Nacht bewusstlos geschlagen wurde. So, her damit. Es gibt nur ein kleines Problem. Die Batterien sind leer. Ich brauche einen Ersatz. Ja, die haben wir doch schon, du Pappnase. Dein Dings auf, nimm die Batterien, steck die da rein. Sie haben dieselbe Größe. Gut, perfekt. Sehr schön. Zurück. Nein, ich will das nicht öffnen. Ich möchte raus. Und jetzt brauchen wir nochmal ein bisschen Licht da unten. Taschenlampe. Und Action. Ah, viel besser. Jetzt kann ich mich durch dieses Chaos fühlen. Hier ist mein kaputter Computer, mein Nähzeug, ein Haustierstreichler. Ein Haustierstreichler? Was ist ein Haustierstreichler? Super, hier ist eine Taschenlampe. Ich brauche doch... Ich lege sie zurück. Ah, ich habe etwas Interessantes gefunden. Jawohl, da haben wir doch einen Schlüssel. Kleinen Schlüssel erhalten. Wo ich gerade dabei bin. Was öffnet dieser Schlüssel? So, wo hat man jetzt den Schlüssel gebraucht? Den Schlüssel hatten wir doch gebraucht für... Ich weiß es nicht mehr. Oh Leute, ich habe jetzt echt den Fokus verloren, ne? Ich gucke erstmal noch ganz kurz hier. Ich brauche im Moment keinen Regenschirm. Die Sonne scheint. Wir brauchten doch den Schlüssel auch für hier drin, oder? Wir hatten doch gesagt, 2 Schlösser haben wir mittlerweile. Ich weiß, eins hatten wir, Was war denn das? Alter, Toni, bist du jetzt vergesslich? Geht's so schnell los? Oh, ich könnte das den ganzen Tag machen. Wie geil. Ich hab's geahnt, dass wenn ich das so oft mache. Herrlich. Okay, ganz kurz zurückdenken. Gottverdammte Axt. Irgendeine Schublade. Sie klemmt. Ich kann sie nicht öffnen. Seltsam. Da ist kein Schloss. So, ich glaube, hier war's gewesen. In dieser Schublade sind nur Zeitschriften. Um genau zu sein. Oh, toll, jetzt kriege ich hier eine Einladung. Hunderte Fernsehzeitschriften. Welche war denn das? Es war irgendwo hier im Raum gewesen, wo wir den Schlüssel brauchten. Hier oben. Was zur Hölle ist dieser Schlüssel schon wieder? Ich glaube, ich habe ihn irgendwo gelassen, wo es dunkel und unordentlich ist. Genau. Sehr schön. Da geben sie also nochmal die Tipps für die, die es halt wieder vergessen haben. Sehr schön. Dann hauen wir das mal hier rein. Endlich etwas Geld. Jawohl. Geld erhalten. Was ist das alles? 5,75 Euro? Ich dachte, ich hätte mehr. Und ich ohne Kreditkarte. Toll. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück ins Schlafzimmer. Hier gibt es ja so einiges. Warum haben wir einen Sarg im Schlafzimmer? Ziemlich praktisch. Wenn ich einen Herzinfarkt bekommen würde, könnte man mich direkt hier rein. Ja, also der Typ ist wirklich Optimist. Eine Statue haben wir hier noch. Ich habe diese Statue vor ein paar Monaten bekommen. Ich weiß nicht genau, was dieser Vogel darstellen soll, aber er sah cool aus. Ja, wenn man sich den Vogel so anguckt, ja, sieht sehr interessant aus. Hey, Moment mal. Auf dieser Statue stand eine Tafel. Ich erinnere mich genau, weil sie runtergefallen ist, als ich die Statue letzte Woche bewegt habe.
Aber ich weiß, dass ich sie zurückgestellt habe. Das war eine Tafel mit einem Blitz drauf. Sie ist weg und ich kann sie nirgendwo im Zimmer sehen. Also muss dieser Dieb sie mitgenommen haben. Aber warum? Ich erzähle der Polizei besser davon. Okay, gut zu wissen. Also hat er da schon mal was weggenommen? Hier haben wir noch Tafelzeichen. Das sind Zeichnungen von Tafeln. Darauf war mal eine Tafel eingraviert. Was? Strichmännchen. Ich schätze, im Altertum gab es noch keinen Kunstunterricht. Sogar ich würde besser zeichnen. Ein Kopf. Das ist ein Kopf, oder? Ich könnte schwören, er sieht mich direkt an. Ja, nehmen wir mal so hin. Und den Vogel mal noch. Diese Statue sieht ziemlich cool aus. Ist dieser Vogel eine Henne oder stand er? Eierlegende Maschine. Aha. Nochmal anklicken. Sieht ziemlich cool aus, dieser Vogel eine Henne. Ein Kuh. Was? Eine Kuh? Ich kann es nicht wirklich sagen. Eine Kuh? Wie kommt er denn auf eine Kuh? Sieht das für euch wie eine Kuh da draußen aus? Also Henne? Ja. Vogel? Ja. Aber ich kann die Kuh nicht drin erkennen. Ich glaube, ich gucke gerade irgendwie. Ich habe, glaube ich, zu sehr den Fokus im Vogel und Henne jetzt drin. Also wenn ihr da draußen eine Kuh erkennen könnt, dann bitte schön einen Kommentar unter YouTube reinhauen. Würde mich interessieren. Also gehen wir auf jeden Fall hier zurück. Oh, Teller. Nein, schöne Teller. Ich habe sie für 50 Treuepunkte im Supermarkt bekommen. Ah, Leo, was? Leoconda Jeb. Das ist die männliche Version der Mona Lisa. Das ist von einer Künstlerin namens Leonardo da Vinci. Oh Gott, Junge, der Typ, der bringt mich noch um. Der ist so geil. Fächer. Da drin sind nur ein paar Klamotten und Unterwäsche. Oh, Comics. Comics machen Spaß. Ich liebe vor allem europäische Comics, zum Beispiel Tom und Strippy. Und Anthrax und Lucky Leg. Sehr schön, wenn man keine Lizenzen hat, dann muss man das halt so machen. Verschwende nichts. Habe alles. Hebe alles auf. Achso, okay. Verschwende nichts. Oh, verdammt. Zu spät. Ich habe schon die Toilette gespült. Okay, komm, der war ziemlich schwach. Geschichte eines kleinen Jungen, der aus seinem Zuhause vertrieben wurde. Schulbücher haben wir auch noch. Einige Schulbücher aus meiner Kindheit. Langweiliges Zeug. Ohne Kiste. Ich habe hier früher etwas Geld und wichtige Papiere gelagert. Aber das Versteck war zu offensichtlich, deswegen habe ich sie woanders hingetan. Was haben wir da? Mäuseloch. Jemand zu Hause? Mausi! Oh nein, sie antwortet nicht. Vielleicht ist sie verhungert oder so. Und dann haben wir hier noch Waffen. Eine Hellebarde und ein Schläger? Irgendwelche Waffen, glaube ich. Sie sind aus meiner Antiquitätenladen. Ich kann mich nicht erinnern, wann und warum ich sie hergebracht habe. Oh, ein Telefon. Ich benutze mein Festnetz kaum. Mein Handy hat einen viel besseren Empfang und es ist so praktisch. Wo ist das überhaupt? Sehr gut. Oh nein, er spinnt schon wieder. Jetzt komme ich wieder jeden Morgen zu spät zur Arbeit. Naja, ist egal. Ich bin mein eigener Boss. Das ist cool. Oh, Teddy! Teddy! Ich reise nicht mehr mit meinem Lieblings-Teddy. Ich würde riskieren, ihn zu beschädigen. Das ist eine gute Antwort. Es ist nicht so gemütlich und auch nicht so sonderlich hübsch. Aber das ist mir egal. Beim Schlafen fallen solche Details niemals auf. Ja, ich sag da, der Mann ist einfach Realist, Junge. Also das ist wirklich so Wahnsinn. Vor kurzem habe ich Werbung gemacht, um meinen Laden zu bewerben. Ich habe das ganze Zeug hergebracht, um ein Bild davon zu machen, damit es authentisch aussieht. Und noch Tüten. Oh, ein Säbel. Hey. Nee, oder... Ich glaube, das soll Arr sein. Ich bin Björn, der Pirat. Arr. Tüten. Ich habe alle möglichen Krimskram in diesem Netz gesammelt. Ich wollte sie nicht wegwerfen, aber gleichzeitig habe ich auch nicht vor, sie nochmal anzurühren. Okay, sehr schön. Haben wir das jetzt auch? Haben wir oben die Schublade eigentlich schon aufgemacht? Ich werde meine Unterhosen woanders hin tun müssen. Immer wenn ich eine rausnehmen will, fallen sie mir alle auf den Kopf. Okay, die beide zählen als eins. Sehr schön. Dann haben wir hier, glaube ich, jetzt alles durchgeklingelt. Was? Na, nee, ich wollte eigentlich raus. Ich will raus. Halt mich raus. Halt mich hier nicht fest. Dann gehen wir noch ins Badezimmer. Hallo, Badezimmer. Oh, ich gucke nochmal in den Spiegel. Bloß ein gewöhnlicher Spiegel. Was habe ich erwartet, dass dort ein außerirdisches Gesicht rauskommt?
Oh, schöner Spiegel. Wer ist der schönste Mann in diesem Königreich? Warum wird er plötzlich ganz verschwommen? Er wird verschwommen? Wirklich? Aber irgendwie spinnt das Licht hier gerade. Oh Mann, ey. So. Was haben wir hier unten? Hausschuhe. Die kann ich empfehlen. Sehr nützlich, um die Zimmer sauber zu machen, ohne hinterher Spuren auf dem Boden zu hinterlassen. Sehr schön. Oh, PC-Schild. So ist es eindeutiger, oder? So, können wir eigentlich aufs Klo gehen? Zeig mal her. Ja, das müssen wir jetzt natürlich noch ausprobieren. Können wir auf Toilette gehen? Die Toilette benutzen, ja. Alles klar. Aber ich hätte gerne etwas Privatsphäre. Oh. Oh. Das sollte nicht... Fertig. Na also. Ah, was für eine Erleichterung. Sehr schön, dann werden wir auch mal die Spülung am besten drücken. Fertig? Ja, sieht gut aus. Dann haben wir hier noch ein Poster neben dem Klo. Das ist eine Darstellung dessen, was passiert, wenn ich Gastroenteritis habe. Oh, ich habe das, glaube ich, vollkommen falsch ausgesprochen. Egal. So, Toilettenpapier. Danke dem Herrn, wer auch immer das erfunden hat. Nie mehr herumlaufen und nach Papier zum Abwischen suchen. Und da haben wir noch den Mülleimer und... Oh, sonderbares Papier. Was haben wir da? Ein Kaufvertrag? Okay, unterzeichneter Käufer. Tonen, das ist mein Antiquitätenladen. Und Verkäufer? Verkaufsobjekt? Moment. Diese Statue. Oh, jetzt erinnere ich mich. Das ist die Rechnung für die merkwürdige Vogelstatue. Warum hat der Dieb die Tafel darauf gestohlen? Keine Ahnung, Mann. Yep, zweifelslos, das ist die Vogelstatue. Na, sehr gut. Nimm nochmal kurz den Mülleimer. Dieser Papier ist nur dazu gedacht, jeden Mist zu lagern, den ich hier lese. Okay, ja, clever. Und eine WC-Bürste. Oh, sie ist so süß. Aber sie stinkt. Ich dachte, Katzen putzen sich. Ah, Leute, das ist so geil. Leute, wir sind jetzt bei 27 Minuten und für ein Angezockt-Video ist das eigentlich schon viel zu lange. Und ich glaube, die Polizei berichten. Das können wir schon machen. Halten um die... Das will ich mal kurz machen. Wie jetzt im Moment mal. Und dann? Und dann? Aha, aha, interessant, okay. So geht das. Ach, und so können wir den Cursor schneller bewegen. Ah, interessant. Schön, dass wir das auch noch herausfinden. Also, Leute, was soll ich jetzt großartig zu sagen zu diesem Spiel? Ich würde sagen, wer jetzt nicht Bock bekommen hat, selber bei diesem Angezockt-Testvideo das doch mal runterzuladen und sich mal ausnahmsweise doch mal die Festplatte zuzumüllen. Ich mache hier einen Break rein, weil hier steckt so viel Humor, glaube ich, noch drin, alleine in dieser Demo. Und das komplette Badezimmer haben wir noch, wir könnten noch rausgehen. Und ich würde sagen, ich lasse euch den Humor selber jetzt noch da. Habt Spaß da draußen damit. Also von mir gibt es ganz klar 5 Daumen nach oben, auch wenn ich plus 2 habe. Und die restlichen 3 Däumchen, die könnt ihr gerne unter meinem Video machen. Denn darum sage ich erstmal Dankeschön fürs Reinschalten. Dankeschön für Like, Abos, Käsekuchen, auch für die Live-Zuschauer, die ihr gerade mit anwesend waren. Dankeschön auch an euch und ladet das Ding runter, habt Spaß damit, der Humor ist klasse, ich werde das hier definitiv noch weiterzocken, die Demo, und ich bin gespannt, was die Vollversion kosten wird sollen, weil irgendwie bin ich leicht angefixt, mir gefällt der Humor, aber wenn ich das jemals als Let's Play machen sollte, dann ist das unheimlich viel zu labern, ich werde mal gucken, aber definitiv Däumchen nach oben für das Spiel ist grandios, macht Spaß, haut rein, euer Sonnenschein.